Meine Idee jetzt ist, nach der Berufung des Matthäus zu arbeiten. Es gibt ein Bild davon in der Ausstellung von Terbruggen. Und das war super, weil ich letztes Jahr das Original von Caravaggio in der Kirche San Luigi dei Francesi gesehen habe. Das war ein Schock. Es ist unglaublich schön. Und meine Idee ist jetzt, diese Gemälde zu interpretieren. Ich würde gerne ein Bild machen, die gleiche Komposition und Inszenierung nimmt, aber ohne Menschen außer der St. Matthäus und dieses besondere Licht, das auf ihm dirigiert ist. Ich würde es zeitgenössisch interpretieren. Also in dieser Ausstellung Utrecht, Caravaggio und Europa war ich erstmal sehr begeistert von den Händen und ihrer besonderen Sprache. Also die Hände ist ein Schwerpunkt in meiner Arbeit. In der Hände interessiert mich die Geschichte, dass sie erzählen kann. Es war in dieser Ausstellung sehr besonders, die Zeit zu haben, die Bilder von der Nähe zu studieren. Es war aber die Möglichkeit, wirklich die Details und die Pinselstriche zum Beispiel zu sehen. Ich möchte sehen, wie eine Berufung von Christus heute sein könnte. Ich finde, dass die Bilder von Caravaggio können noch heute was sagen. Die sind auch so klar, dass wir sofort die Situation verstehen können.